Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Markieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Word-Dokument etwas zu markieren. Am schnellsten und einfachsten ist es, einfach ein Wort mit der Maus anzuklicken, doppelt draufklicken, dann ist es markiert. Man kann es aber auch ganz klassisch machen: Cursor vor dem Wort positionieren, linke Maustaste gedrückt halten und nach rechts ziehen. Dann Maustaste loslassen, das Wort ist markiert. Ich kann jetzt noch weitere Möglichkeiten wählen. Ich kann mit dem Mauszeiger vor einen Absatz positionieren. Wenn ich einmal klicke, habe ich die Zeile markiert. Wenn ich zweimal klicke, habe ich den ganzen Absatz markiert. Es gibt noch eine Möglichkeit, einen Satz zu markieren, der dann vielleicht über zwei Zeilen geht. Ich suche mal diesen hier mal raus. Das ist hier bis dahin. Das geht allerdings auch schneller, und zwar die Steuerungstaste gedrückt halten und dann einmal mit der Maus rein. Halt, jetzt so. Und dann ist der ganze Satz mit dem Punkt markiert. Es gibt noch die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten zu markieren. Dazu muss die Umschalttaste gedrückt werden und hier markiert dann der Cursor zeichenweise. Wenn man zusätzlich die Steuerungstaste gedrückt hält, dann funktioniert das Ganze wortweise. Eine Tastenkombination noch, Steuerung und A, und der ganze Text ist markiert.